Herzlich willkommen zurück zu City Skylines hier in der zweiten Staffel und ich gehe hier gerade rein, drück Pause und kurz davor machst du noch bling. Dann kommt hier Achtung, ein Waldbrand tobt. Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. Wie sieht's denn aus mit Feuerwehr hier? In the area, wo tobt denn der? Sieht man das irgendwo? Na, es brennt ja dann gleich irgendwo. Ja, aber irgendwie nicht so bei uns in der Nähe, oder? Wo muss es björnen? Weil wir setzen mal sicherheitshalber hier eine Feuerwehr rein. Mhm. Da hat's. Im Industriegebiet auch. Oh, die haben kein Wasser. Warum haben die kein Wasser? Warum die kein Wasser? Ah, a forest fire is raging in the area. Wo denn? Wo rage denn hier ein Forest Fire? Ich sehe nix. Hä? Wo? Wo raged hier ein Forest Fire? Der Wald steht in Flammen. Wo? Ich sehe nix. Ist ein Bug. Safe ein Bug. Das ist der Wald, der in Flammen steht? Das ist ein Waldbrand. Das ist ein Waldbrand. Ja, top. Gut gemacht, Alter. Alles klar. Ein Waldbrand tobt. There is a fire raging in the area. Ich lade nochmal die Spielstation neu. This has stated da. That there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. A forest fire is raging in the area. Be a forest fire is raging. Immediately. Zwei Bäume brennen. A forest fire is raging. Oh, die Häuser brennen jetzt. Oh. Wo ist denn die Feuerwehr? Also, die Krankenwagen ist schon da. Da ist Feuerwehr. Top, da kommt direkt ein zweiter hinterher und eine dritte, jawollo. Siehst du, läuft. So muss das, die haben aber immer noch kein Water. Mensch Leute, ihr müsst mal besser bauen. So, geht doch. Das war jetzt die Katastrophe, oder? Ja, ich denke schon. Was brennt da jetzt noch? Da brennt noch ein anderes Gebäude, was ist das? Die Schule brennt, oh Gott. Ja, schrecklich. Kann man sich Schlimmeres vorstellen. Konnte man nicht auch selber Katastrophen zünden? Doch, konnte man. Aber ich würde es nicht, Hier. Das kann man so komplett drauf. Oh, mach das nicht. Alter, hallo. Nicht? Nein. Du Idiot. Scheiße, Mann. Was hast du getan? Oh Gott. Hier kommt ja nicht mal was, also. Oh, Glück gehabt, Mann. Guck, da ist der. Ah. Hä, wo kommt der Felsen her? Der kommt ja nicht mehr hin! Gute Nacht! Oh mein Gott, aber der Baum kommt. Was, ein Sinkhole? Hier! Das ist ein Tornado! Was ist denn los? Oh mein Gott! Warning! Experts predict an earthquake could hit the area soon. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the Digga, da hinten! Earthquake, Tornado! Oh mein Gott! A meteor strike has occurred. Avoid the impact. Was ist hier los? Weltuntergang oder was? A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. A thunderstorm is battering the city. A thunderstorm? Stay indoors until the storm has passed. A forest fire is raging in the area. Leave campsites and treehouses immediately. Alter, was geht? Report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Was hast du getan? Gar nichts? Nein, was habe ich? Ich habe nur einen Meteor hier reingesetzt. What the fuck? Oh mein Gott! Noch einer! Oh mein Gott! Scheiße! Warte mal, wo kommt der runter? In den Tornado! Das ist der, den du gesetzt hast. Boom! Oh! Oh. Die Menschen! Die Autos! Oh mein Gott! Oh. Die hat noch Kopfhörer auf! Ach du Scheiße! A meteor strike has occurred. Avoid
the impact site and head to shelter if any is available. Das kommt jetzt aber gerade vom Spielen, ha? Ja, aber was ist passiert? Ich habe nur ein Meteor gesetzt. Wie geht denn das, Alter? Wie kann denn alles auf einmal zuschlagen? Lad das nochmal neu, das kann ja nicht sein, Alter. Vor allem die Stadtwerke, glaube ich, nicht mehr so ganz zu retten. Ja, was willst du denn da noch retten? Das ist alles tot. Ich glaube, selbst unser Katastrophengebäude ist weg. Alter. Kommt da jetzt nochmal ein Meteor-Strike, oder? What the fuck, Alter? Was mich aber interessiert. What? Kann ich gerade so Sachen auch mal einfach hier hinten außerhalb der Stadtgrenzen? Was passiert, wenn ich eines? Fällt's mal rein. The Forest Service has stated that there is nee, ich lass es jetzt. Wir lassen es jetzt, okay? Wir spielen jetzt hier die Folge. Ja. So, löschen bitte. A forest fire is raging. In the area. Leave campsites and treehouses immediately. So, mein Gott. Okay, also, am Ende der Folge lassen wir dann Meteor reinkrachen ins Wasser, okay? Ja, genau. Also, das hier muss geleert werden, so, dringendst. Die da hinten brauchen auch mal wieder Wasser jetzt. Die haben schon wieder keins mehr. Achso, weil wir schon wieder neu geladen haben. Mhm. So, und wo waren wir denn? Wir haben gerade hier das Wohngebiet errichtet, ne? Wir waren, ja, ich glaube, wir hatten es gerade. Hatten es gerade errichtet? Könnte sein. Das hatten wir gerade gebaut irgendwie. Wir haben keinen Müll. Und dann brauchen wir auch nur Gewerbe. Das ist gerade ein bisschen gefragt. Haben wir den Waldbrand jetzt im Griff? Nee. Ja, die Feuerwehr löscht ja gerade mit hier. Ich würde halt gerne die Bäume mal irgendwo anders hinsetzen, damit das aufhört mit Brennen. So. Guck mal, schon ist das Problem gelöst. Schule hier gelöscht? Evakuieren Sie die Bevölkerung. Ja, jetzt komm runter. Ja, jetzt macht der mal halblang. Oder brennt es noch irgendwo und wir sehen das nicht? Nee, ne? Nee, das müsste das gewesen sein. Was ein cooles Auto. Hey, Forest Fire is raging. Seek shelter immediately. So, also. Und wir brauchen auch Wohngebiet. Und das wollten wir hier hinschnitzeln. So ein bisschen brauchen wir noch, ja. Und das ist dreispurig. Genau. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Das passiert wirklich. Warte mal. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautions. Das heißt, dieser übelste Scheiß, der gerade passiert, das kommt wirklich? Das kommt wirklich. Oh mein Gott, Alter. Aber wie ist das möglich? Warning. Experts predict an earthquake could hit the area soon. Wie, das kommt wirklich? Warum kommt das wirklich? Wie kann denn alles auf einmal passieren? Die müssen überleben, die Schmitz. Verlegt die, kannst du irgendwo hin verlegen? Ganz weit weg von hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Mitten ins Wohngebiet! Ah! Es ist genau in den Friedhof eingeschlagen. Damit die Toten direkt verbrannt werden. Oh! A meteor strike has occurred. Echt? Ihr seid am Arsch, Lul. Ja, danke. Das haben wir jetzt auch geschnallt. Tornado. Und der kommt genau. Und jetzt ist auch noch Gewitter. Sinkhole kommt hier tatsächlich. Ey, das kommt wirklich? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Digga. Oh mein Gott. Warte, hier. Ach du Scheiße. Okay, stopp, 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 stopp. Kinder, wir müssen damit leben, okay? Ja. Wir müssen damit das leben. Das bedeutet, ab Ansage wurden direkt alle Leute werden evakuiert, okay? Also alle rein, komm, weg. Haben wir so viel Platz überhaupt? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo wir jetzt rein investieren. In Shelters. Aber komplett. Hier. Müssen alle beschützen. Scheiß noch das Wasser da hinten. Ich genügend Geld. Okay, das war's. Also gehen die da auch rein, ohne dass die diese Buslinien ja, da ja, sind? Ja, die rennen da hin. Okay, alle rein da. Evakuieren. Alle weg. Alle evakuieren.
Oh mein Gott. Guck mal da, die Leute. Guck mal. Alle laufen vorbei. Ich höre ihn. Ich auch. Oh nein, warte mal. Bankrottalarm. Hier neben ist so ein Ding. Citizens are advised to stay indoors. Woanders hin. Warning. Experts predict an earthquake. Der war aber größer als gerade eben. Ja. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Oh mein Gott, ach du Scheiße. Warum passiert das? A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. A thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. A tornado has touched down in the area. Alter, alles tot. Alter. Alles platt. Oh mein Gott. GG, ja. Zum Troll. Den Kredit brauchen wir, aber ganz dringend. War's das? War das alles? Sogar der Funkmast brennt, Alter. 1400 Bürger gestorben. Und 270 Gebäude zerstört. 6 Kilometer Straßennetz zerstört. Alter. Oh mein Gott. Wiederaufbau. Ja, das ist jetzt ein Problem mit der Katastrophenschutzeinheit. Wir brauchen die erstmal, damit das wieder aufgebaut werden kann. Alles. Da war der noch im Wald. Das sind alles Blitzeinschläge gewesen. Lol, ja. Wo jetzt überall der Wald wegbrennt. Oh mein Gott. Ja, gut, da können wir ja nichts machen. Komm her. Uff. Ja, das brauchen wir, die Katastrophenschutzeinheit. Ja, das Problem ist, wenn wir die bauen, dann funktioniert die nicht. Kannst Weil die, du die tut ja nur, während die da ist, während den Katastrophen. Ja, aber ich meine, irgendwas ist ja da, um die Scheiße wieder aufzubauen. Ja, wir müssen jetzt alles von Hand abreißen und... Oh mein Gott, Alter. Ja, eigentlich kannst du das vergessen. Shit, Alter. Ich meine, die Stadt ist so nicht lebensfähig. Ey, wenn wir das jetzt alles aufbauen wollen... Uff, das dauert halt ewig. Die haben gerade keine anderen Probleme als nicht genügend Kunden, oder? Ja. Ja, Freunde. Alter. Ja. Kriegen wahrscheinlich nicht mehr gerettet, oder? Guck mal, wir haben beide Kredite noch, und... Vergiss es. Keine Chance, Alter. Dieses abgefuckte Riesenscheißteil gerade hat uns eine komplette... Oh mein Gott, Alter. Aber das kann doch nicht sein. What the fuck, warum passiert das? Warum? Also wir sitzen da ja jetzt mal eins ins Wasser rein am Ende der Folge. The Forest Service has stated that there is a risk of an imminent forest fire in the area. Residents are advised to avoid forested areas. A forest fire is raging in the area. Leave Ich will da trotzdem einen haben. Yeah. Aber was wir machen können? Ja. Die woanders hin tun. Ganz weit weg. Und Shelters bauen. Meinst du? Da drüben hat es vorher komplett eingeschlagen. Was denn? Die Blitze und so. Wir müssen jetzt Glück haben, Alter. So, warte mal. Dazu nehmen wir jetzt Kredit auf. Und bauen die Shelter. Aber komplett. Also, der hier muss erstmal weg. Ja. ...24.000 kostet das, Alter. Hier wüstet ja kein Tornado durch. Ja. Also macht da eigentlich einer wenig Sinn. Weil die eh weggefetzt werden. Da hinten noch in der Industry. Oh
Ach, die brauchen ja noch Wasser. Ich glaube nicht, dass du dich darum kümmern solltest gerade. So, jetzt können wir. Jetzt nochmal probieren hier. Oh mein Gott, Alter. Schick die mal nach. Ja, hab ich. Residents should seek shelter immediately if any is available. Oh shit. Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Das ist auch echt ein verdammt großes Teil, Alter. For the coming days, citizens are advised to stay indoors. Warning. Experts predict. Alter, was macht, ey, wenn's ein Meteorit der die Autos stecken im Boden. Alter, mit doppelter Größe gibt, was geht denn dann ab, Alter? Weil das ist ja nur 5,5, so gesehen. Oha, der gibt wirklich ein Wasser weg. Krass. Muss die Katastrophenschutz sein? Scheiße! Die brennt, oh mein Gott! Feuerwehr! Feuerwehr! Große Feuerwache! Ganz schnell, 60.000, Alter! Kommt, rückt aus! Löscht das Katastrophenschutzgebäude, das ist unsere einzige Chance zu überleben! Es brennt nicht mehr! Sehr gut! Shelter! Ist vorbei! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und die Katastrophenschutzeinheit steht. Ja, und die hat hier schon das erste. Das Problem ist bloß. Da drüben auch. Stopp, wenn wir jetzt die Zeit weiterlaufen lassen. Die Kohle ist direkt weg. Mhm. Was wir noch haben. Mhm. That means, wie nutzen wir das Geld jetzt? Okay, wir sollten halt erstmal das aufbauen, was wieder aufzubauen geht. Genau, unsere Wassertürme haben wir, unsere Endleitung ist auch da. Ist das Wasser, sind die auch alle versorgt, so weit theoretisch? Wo sind die Wassertürme? Hier. Oder hat es das unterbrochen? Ne, die sind alle. Ja gut, das hat's halt zerfickt. Da hinten noch. Die sind dran, oder? Ja, die sind jetzt wieder am Netz. Die sind am Netz. Ja gut, so viel Wasser brauchen wir jetzt ja eh erstmal nicht, weil es sind ja ein Haufen Leute gestorben. Da hinten sind noch ein paar Gebäude zum Wiederaufbauen. Ich glaube, das wird nichts mehr, Dominik. Meinst du? Das sind immer noch Häuser am Zusammenfallen hier. So. Ja, weil es überall brennt. Guck, wie es hier aussieht. Das sieht aus wie... Alter, wie nach dem Krieg. Guck mal, das Auto. Alter, komplett verkrugelt. Ja, vor allem mit den Trümmern drauf Guck mal. Alter, krass. Komplett platt. Help me under the water, please help me. Das können wir vergessen. Meinst du? Ey, guck mal. Bis ich hier wieder irgendwas hab. Vor allem, das dauert ja jetzt, bis das Katastrophenschutzgebäude hier rumgegangen ist und alles abgecheckt hat. Guck, jetzt kommen die ersten einzelnen Gebäude bereit zum Wiederaufbau. Ja, lass die mal raus. Oh Mann, ey. Geld geht hoch. Digga. Kriegen wir das vielleicht doch noch hin? Okay. Und das Minus steigt wieder. Und auf der anderen Seite, selbst wenn wir wieder ins Plus kommen würden... Jetzt ist die Map komplett verschandelt, Alter. Ja, gut, stimmt. Das sieht jetzt aus. Ja, hast recht. Oh Mann, Alter. Warum passiert denn das? Minus geht durch die Decke. Scheiß. Okay, das war die Staffel 2. Krass, Alter. Heftige Katastrophe, Mann. Krass. Wir sehen uns in dem Fall wieder in der nächsten Folge. Genau. Ciao. Oder in der nächsten Staffel. Ja.